Was ist denn noch, Raleigh? Avery, wie sieht die Lage aus? Noch bin ich Commander, klar. Natürlich, Commander Turin. Wo bist du? Von dir fehlt jede Spur. Ich bin ja auch nicht dumm. Deine Kollegen dürfen mich nicht sehen. Ich bin direkt unter dir. Deine Mütze ist eben erst an mir vorbeigeflogen. Verstanden. Ich hole jetzt Informationen, okay? Deshalb bin ich ja auch hier. Aber denk dran, hast du erstmal angefangen, gibt es kein Zurück mehr. Noch magst du vielleicht Commander im Imperium sein, aber danach bist du nichts als ein Deserteur. Sobald du fertig bist, komm sofort zu mir. Und die Begnadigung seitens deiner Freunde von der Republik steht fest? Natürlich. Ich muss keine dritte Bestätigung anfordern, oder? Gut. Ich bin immer noch unsicher. Aber dieses verdammte Imperium hat lange genug... Psst, sei bloß ruhig, ja? Zu Pluren haben wir auf dem Weg nach Chenrila genug Zeit. Okay, Raleigh. Bis dann. Commander Turin, warum tragen Sie denn diese Rüstung? Sind Sie nicht befördert worden? Das kann Ihnen ruhig egal sein. Ich brauche Daten. Schnell. Welche denn? Haben Sie denn auch eine regelkonforme Autorisierung? Sowas brauche ich nicht. Ich brauche die genauen Koordinaten unseres Kernstützpunkts. Das sind streng geheime Informationen. Wie gesagt, Sie brauchen eine Erlaubnis. Nein, ich brauche keine. Gib mir die Daten und du bleibst am Leben. Du verrätst uns also. Ich habe mich vor vielen Jahren selbst verraten, indem ich hier eingestiegen bin. Jetzt zerfällt alles. Immer mehr Gouverneure verschwinden einfach. Dann bist du endlich fertig. Jeden Moment. Gut. Unser Flottenadmiral ist an allem schuld. Er will weder das Imperium retten, noch will er es vernichten. Er scheint einfach nur seinen Spaß daran zu haben, alles kontrollieren zu können. Es ist fast schon ein Wunder, dass ich der Einzige bin, der ihn durchschaut. Er ist es, der jede Schlacht plant, und zwar von beiden Seiten aus. Er amüsiert sich darüber. Ihm nach. Corporal Reese, wie läuft die Mission? Das kommt gerade vollkommen unpassend, Sir. Ich habe von Ava jetzt länger nichts gehört. Es kann sein, dass er mich jeden Moment kontaktiert. Alles klar. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem anderen Stützpunkt des Restimperiums auf Hepharin, um mit den Leuten dort zu verhandeln. Ich muss vorher wissen, ob wir die Daten dann schon haben oder ob wir sie von dort holen müssen. Weiß Ihr imperialer Kontaktmann denn schon irgendetwas Wichtiges? Weiß nicht. Er meint, er braucht unbedingt die Daten. Dann hoffen wir mal, dass er die Daten bekommt. Und wenn nicht, bring ihn trotzdem nach Chandrilla, damit wir ihn ausfragen können. Die Begnadigung ist dann trotzdem drin, oder? Ich würde sagen schon, aber ich kann darüber nicht entscheiden. Er ruft an. Ich muss Schluss machen. Bis dann, Corporal. Raleigh, ich war am Zentralrechner. Und? Hast du die Daten bekommen? Leider nicht. Ich werde verfolgt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich brauche die Daten. Wir können sie in einem anderen System kriegen. Auf Hepharin dürften sie auch sein. Oder auf... Hör zu! Komm zuerst zu mir und wenn wir in Sicherheit sind, planen wir weiteres. Natürlich, Raleigh. Ich bin gleich da. Selbst dafür entschieden. Spring schon rein.
benachrichtige gleich Abgeordneten Leonatas. Er verhandelt mit den Imperialen auf Ephirin. Er kann uns die Daten holen. Was ist mit mir? Alles in Ordnung. Du gehörst nun zu uns. Ich bringe dich nach Chenrila und du wirst da kurz verhört. Nichts Schlimmes. Die wollen nur auf Nummer sicher bei dir gehen. Darauf habe ich verdammt nochmal keine Lust. Du kannst uns vertrauen. Ich glaube aber nicht, dass ihr mir vertraut. Nun ja, ihr vertraut mir erst, wenn ich euch die Daten bringe. Das musst du nicht mal... Dieser Abgeordnete wird auf Hefrin keine Daten finden. Sie werden sie löschen, ehe er auch nur nahe genug dran ist, um von ihnen zu ahnen. Dafür ist der Gouverneur dort viel zu intelligent. Sag noch mehr, das kann ich alles weitervermitteln. Könnte ich vorher bitte diese Rüstung ablegen? Natürlich, dich darf ohnehin keiner so sehen. Als Imperialer sollte man nie vor die Tür treten. Je nachdem, wo man ist. Egal, wir haben doch deren Hangar zerstört. Sag das denen. Wie ist das möglich? Ich habe alles zerstört. Sie haben wohl Verstärkung bekommen. Verstärkung? Du weißt, was das heißt. Eins von den Großen ist auch dabei. Haltet freie Sicht. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht mehr. Wartet. Da hinten. Von dir genau hinter meinem Schiff zu fliegen. Schieß nochmal. Es wäre doch zu einfach. Außerdem muss ich noch ein wenig Müll loswerden. Der Start für den Hyperraum ein. Wie lange dauert das? 30 Sekunden. Wir haben keine 30 Sekunden. Mit dem können wir es nicht aufnehmen. Ich hoffe, wir halten das durch, bis der Hyperantrieb startet. Die holen uns ein. Wir sind viel zu langsam. Mag sein, dass wir zu langsam sind, aber die sind größer. Was machst du? Ich fliege an diese Sonne ran. Die sind zu groß, um uns hierhin zu folgen.